Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch mal wieder eine Verpackung basteln. Ich nenne es mal Würfelverpackung, weil es aufgebaut ist von der Grundform doch wie ein Würfel. Und dazu verwenden möchte ich später das entzückende Designpapier Rosenzart, was ihr im Moment in der Celebration als gratis Geschenk bekommen könnt bei Stampin' Up. Wenn ihr Waren im Wert von 60 Euro einkauft. Ja, und was ich da draus zaubere, das zeige ich euch dann nachher. Als erstes benötigen wir natürlich die Verpackung, die an sich die Verpackung. Und da benutzt ihr ein Designpapier, na Quatsch, nicht Designpapier, ein Farbkarton in der Wahl, wie ihr es halt gerade benötigt für den Anlass. Und ich habe mir hier das Papier, den Farbkarton in Abendblau ausgesucht und schon einmal zurechtgeschnitten auf 17 x 12 cm. Jetzt müssen wir das Ganze aber noch falzen. Dafür nehmt ihr euch euer Falz- und Schneidebrett und falzt an der langen Seite, das legt ihr hier oben dran, bei 4 cm, bei 8, bei 12 und bei 16 cm. Dann dreht ihr das Ganze auf die kurze Seite und falzt da bei 4 und 8 cm. Jetzt muss das Ganze zurechtgeschnitten werden, damit das auch eine schöne Würfelbox wird. Und dafür nehme ich mir hier meine kleine Schneideschere und schneide mir hier, das wird die Lasche, die dann nachher reingesteckt wird, um die Box zu verschließen. Die schneide ich nur ganz leicht schräg an, bis zu dieser Falzkreuzung. Und dann schneide ich von da aus kommend bis zur nächsten Falzkreuzung. Okay. Dann drehe ich mir mein Papier und schneide hier einmal wieder komplett bis zur Falzkreuzung an der Falz- oder auf der Falzlinie bis dahin. Jetzt kommt hier wieder eine Schräge rein. Das wird nämlich jetzt eine Klebelasche. Die wir uns jetzt aber kürzen, so ungefähr bis dahin, so ein Zentimeter. Und dann macht ihr hier auch noch mal so ein bisschen schräg. Ne? Könnt ihr erkennen, ne? Da können wir es auch ein bisschen schräger machen. So. Jetzt sieht es so aus. Jetzt gehen wir hier weiter. Jetzt schneiden wir hier wieder schräg an. So. Hier schneiden wir wieder komplett bis zur Falzkreuzung. Hier schneiden wir jetzt unsere Klebelasche zurecht und hier wieder einmal anschrägen. Dann sieht das Ganze so aus. Dann schneiden wir. So. Jetzt schneiden wir hier. Von der Seite kommend wieder bis hier zur Falzkreuzung. So. Schneide mir hier wieder einen guten Zentimeter ab und schräge mir die Klebelasche einmal so an. Jetzt drehe ich mir das Ganze wieder nach da, schneide mir hier ein bisschen schräg an und schneide mir jetzt einmal komplett bis zur zweiten Falzkreuzung hoch. Okay. Jetzt nehmt ihr hier wieder so ungefähr einen Zentimeter, lasst ihr noch stehen, schneidet bis hoch. Das kommt weg und jetzt habt ihr wieder eine Klebelasche, die ihr einmal hier anschrägt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte das Ganze jetzt genau so aussehen.
Ich lege es mal hin. Macht euch ruhig mal einen Screenshot. Okay. Gut. Das nächste, was ihr macht, ihr nehmt euch ein Lineal und einen Bleistift und zeichnet euch hier auf diesen Teil, der einmal den Mittelpunkt ein. Das mache ich so, dass ich hier ansetze und dann einmal hier einen kleinen Strich mache. Und dasselbe mache ich dann da auch nochmal. Und dann habe ich hier meinen Mittelpunkt markiert. Okay. Da machen wir uns jetzt ein Loch rein. Das mache ich mit meiner Krokodil. Zack. So. Was wir jetzt brauchen, ist zwei Stanzteile. Ihr könnt aber auch das euch zurechtschneiden mit dem Schneid- und Falzbrett oder mit irgendwelchen Etiketten, was ihr so da habt. Ich habe mich jetzt hier für dieses Set entschieden. Das ist das bezaubernde Botschaften-Stanzformen-Set. Und da habe ich mich für die beiden Teile entschieden, die hier drin sind. Okay. Und da habe ich mir schon zwei Teile zurechtgeschnitten. Einmal ein Abendblau, passend zu unserer Grundverpackung. Und eins in Grundweiß. Auch da habe ich mir jetzt das einmal hier drauf gelegt und habe mir hier den Mittelpunkt, beziehungsweise bei dem kleinen den Mittelpunkt genauso gemacht wie eben hier. Und bevor ich da jetzt ein Loch reinmache, klebe ich das auf das drauf. Und da muss jetzt auch ein Loch rein. Und auch das mache ich hier mit meiner Krokodil. Da stelle ich mir hier diese Einstellung. Man kann das ja hier variieren. Ne? Stelle ich mir bis hinten hin. Und dann passt das auch hier rein, bis da, wo ich es brauche. Ne? Ein bisschen müsst ihr halt gucken, dass ihr hier innen drin das Kreuzchen seht von eurem Bleistift. Und da stanzt ihr dann einmal das durch. Ja, jetzt habt ihr da auch in der Mitte ein Loch, ne? Und das bearbeiten wir dann später weiter. Das nächste, was wir jetzt machen, wir setzen uns auf unsere Klebelaschen, doppelseitiges Klebeband. Dazu brauche ich ja mein Lineal und dann setze ich das einfach hier auf meine Klebelaschen. Und jetzt könnt ihr im Prinzip das Ganze auch schon einmal an den Falzlinien durchfalzen. So, wenn ihr das gemacht habt, dann dürft ihr das Ganze auch schon zusammenkleben oder ihr fangt jetzt an und setzt euch hier euer Designpapier drauf. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, das Designpapier Rosenzart ausgesucht. Das habe ich mir auch schon zurechtgeschnitten in vier solcher Teile. Das ist jetzt eins davon und eins der Designpapiere und das habe ich auf 3,5 x 3,5 zurechtgeschnitten. Man müsste halt jetzt gucken, was passt zu dem Anlass, wo ihr das verschenkt. Ihr könntet jetzt auch mit dem arbeiten, ne, mit den zarten Röslein. Ne? Passt mir jetzt aber nicht so ganz auf die Verpackung, deswegen verwende ich diese und die klebe ich jetzt einmal hier ringsherum auf die Außenteile. Das mache ich mit einem Flüssigkleber.
Der klebt sehr, sehr gut. Wie gesagt, das könnt ihr jetzt machen. Ihr könnt es aber natürlich auch gerne machen, wenn ihr die Box schon zusammengeklebt habt. Ne? Vielleicht ist es für den einen oder anderen in der Situation jetzt gerade hier, wo es noch nicht zusammengeklebt ist, einfach einfacher. So, dann kleben wir das Ganze jetzt zusammen, indem wir uns erstmal hier die ganzen Schutzfolien abziehen. Und das mache ich einfach nur für mich. Ihr müsst das nicht tun, aber ich mache es immer ganz gerne einfach aus Sicherheitsgründen. Ich gehe mir an der Falzlinie ein Stück versetzt auf die Lasche hin, ne? Gebe ich mir so ein ganz klein bisschen Kleber. Wie gesagt, ihr müsst das nicht machen. Ich mache es einfach, weil ich immer Angst habe, dass mir so eine Packung doch mal aufreißt. Eigentlich macht es nicht, aber es ist so ein Tick von mir. Darum mache ich das. So, und das kleben wir jetzt hier zusammen. Schön Kante auf Kante. Eins nach dem anderen. Dann gehe ich von innen rein und drücke mir die Laschen auch noch mal schön fest. Jetzt habt ihr im Prinzip schon eure niedliche Box fertig. Ja, und wenn man das jetzt reinmacht, kann man es schlecht öffnen. Deswegen das Löchlein, deswegen das Loch. Und jetzt zaubern wir da einfach noch ein kleines Bändchen dran. Und zwar mache ich das so. Erstmal klebe ich mir diesen Teil hier vorne drauf. Das könnt ihr jetzt machen. Halt, ich mache das mal so, dass wir hier auf diese Fläche den Kleber geben, weil die ja kleiner ist. Ja, und jetzt setzt ihr einfach das hier auf das Loch, ne? Dass das Loch hier unten parallel zu dem von oben ist. Festdrücken. So. Und jetzt nehmt ihr euch ein Bändchen. Macht da eine Schlaufe. So ganz so viel braucht er gar nicht. Das zieht ihr jetzt einmal hier durch euer Loch durch. Wie gesagt, so viel Band braucht ihr gar nicht. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. So, das jetzt schön hier durch. Und dann guckt doch mal, wie es euch von oben am besten gefällt. Von der Länge her. Wie es passen könnte. Ja, so ein klein bisschen ziehe ich mal noch. So, und dann macht ihr euch von unten her nur einen Knoten. Passt aber auf, dass er jetzt nicht zu doll zieht, weil sonst zieht ihr euch das hier noch kleiner, als es eigentlich jetzt ist, ne? Okay. Und wenn ihr das gemacht habt, schneidet ihr euch die langen Enden ab. Und klebt euch die Enden mit Dimensionals, ach Quatsch, mit Doppelseiten, na, jetzt haben wir es. Mit Klebepunkten einmal fest.
mit den Gludots. Okay, dann kann da jetzt wirklich nichts mehr passieren. Ja, und jetzt könnt ihr das hier reinstecken und dann ist eure Box zu. Wenn ihr sie öffnen wollt, könnt ihr entweder hier dran ziehen oder einfach hier vorne. Ne? Also ich finde die so putzig. Ich habe gedacht, oh, irgendwas Neues muss man doch mal machen. Und ich fand das so eine schöne Idee. Vor allem, es ist einfach und so schnell gemacht. Sieht doch noch putzig aus, ne? Ja, und was passt denn da rein? Ja, eigentlich einiges. Man denkt, es wird ein bisschen unterschätzt, ne? Sie ist klein, ja, aber reinpassen tut zum Beispiel so eine Kugel. Ne, und da ist immer noch Luft. Oder hier so eine Merci-Kugel oder Lindor-Kugel oder was auch immer ihr da habt. Passt da wunderbar rein, was ihr dann verschenken könnt. Ja, wir sind jetzt natürlich aber noch nicht fertig in unserer Ausgestaltung. Und zwar möchte ich das noch ein bisschen dekorieren. Und da habe ich mir gedacht, stempel ich mir ein kleines Etikett. Und da habe ich das Set Wahrlich Vintage rangeholt und habe mich für diesen Für Dich Stempel entschieden. Den habe ich mir auch schon einmal hier aufgezogen und den stempel ich mir jetzt einmal in Schwarz da drauf. Dann stanze ich mir den mit der 1 Zoll Kreishandstanze aus. Und dann suche ich mir so ein paar Steinchen, Glitzis, Perlchen, wie auch immer die jetzt dazu passen würden. Und ich habe mich dann jetzt hier für diese entschieden. Das sind so Glitzersteinchen. Und zwar nehme ich hier die dunklen davon. Und jetzt klebe ich mir mein Etikett vorne einmal auf meine Verpackung. Und bevor ich dann die Steinchen da drauf setze, mache ich mir hier noch ein kleines Bändchen dran. Das ist so Nylongarn. In der Farbe graubraun schneide ich mir so ein Stückchen ab und wickel mir das hier um mein Schleifchen, was ich oben dran habe. Das dient jetzt einfach nur zur Deko, ein bisschen das zu verschönern. Wenn ihr das nicht machen wollt, müsst ihr das natürlich nicht. Ist nur eine Idee von mir. Und dann mache ich noch ein Schleifchen dran. Einfach zum Ausschmücken. Ja, und das Bändchen könnt ihr euch dann zurechtschneiden auf die Länge, wie es euch gefällt, natürlich. Okay. Ja, und dann nehmt ihr euch eure Steinchen und setzt euch die einmal aufs Etikett zum Beispiel. Dann nehme ich die nächstgrößere, die setze ich mir hier hin. Und einen ganz großen davon, der kommt hier da gegenüber. Und schon hat man das so ein bisschen dekoriert und verschönert. Und da seid ihr wieder völlig frei, natürlich, ne? Ja, ihr Lieben, das ist meine Idee für heute für euch. Ich habe da auch noch mal zwei weitere Beispiele vorbereitet, die ihr natürlich auch sehr gern nachbasteln könnt. Einmal ist es eine Verpackung mit dem Designpapier Lavender. Heißt das so? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ach, mit Lavendelblüte. Da habe ich dieses Designpapier verwendet. Das sieht so aus. Und dann habe ich noch eins so ein bisschen in maritimer Art. Da habe ich zum Beispiel, bevor ich diese
da durchgezogen habe, diese Schleife, habe ich einfach noch so ein Perlchen, so eine Holzperle darunter gesetzt. Auch das kann man richtig gut machen mit so maritimem Streifenpapier. Fand ich ganz interessant und ganz niedlich. Ja, ihr Lieben, das ist nur meine Idee für heute, wie schon gesagt. Ich hoffe, sie gefällt euch. Vielleicht animiert es euch ja mal wieder, was nachzubasteln. Und ich freue mich wie immer natürlich über eure Zusendungen, über die Fotos von euren Werken. Und sage auf diesem Wege nochmal Dankeschön. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass ihr das für mich macht. Von daher freue ich mich umso mehr darüber. Und ja, danke einfach. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anguckt. Bleibt mir schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt eure Claudi aus Heiligenstädt.